Ich bin Martin Kautz und ich bin Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker. Als ich in Moskau war, erzählte man sich von einem Programm, das Chruschtschow gestartet haben soll. Und Fleischbällchen, Soße. Ihre Großmutter war aus Sizilien, also wusste sie, was sie tat. Micro, was? Was ist das? Ist das dein Name? Martin, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Das ist übrigens unser drittes Interview. Stimmt. Einmal habe ich dich interviewt, einmal hast du mich interviewt. Jetzt interviewe ich dich wieder. 2019 war das. Wir haben damals gesprochen über John Bernthal, Joel Edgerton, Matthias Schönartz. Diesmal soll es vor allen Dingen um aktuelle Projekte gehen. Erzähl mal, wie war es eigentlich so die letzten zwei Jahre im Rahmen der Pandemie? Wie habt ihr gearbeitet überhaupt in der Synchronszene? Also das fing ja 2019 an. Und ich habe Anfang des Jahres mit meinem wunderbaren Freund Jacuzza angefangen, also weiter Musik zu machen. Dann war ich im Urlaub und dann meinte der Pilot schon, sie werden wahrscheinlich eine der letzten sein, die hier in Tegel landen werden. Und dann kam mir die Information und dann war relativ schnell dieser Shutdown klar und dann war auch klar, es wird auch nicht mehr synchronisiert. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Es war ja nicht 2019, das ist falsch, was ich gesagt habe am Anfang, es war ja 2020. Ja. Es war ja Anfang 2020. 2019 haben wir gesprochen. Genau, muss 2020. Ich mich korrigieren, also Anfang 2020, dann kam dieser Shutdown. Und ich habe dann, also warum erzähle ich das? Ich habe dann halt angefangen, einfach weiter Musik zu schreiben und habe sehr viel in meinem Studio gearbeitet. Ja. Wir haben angefangen, oder die Firmen haben angefangen zu testen, was ist möglich. Also mit sogenannter Fernsteuerung, Fremdsteuerung. Dass man Remote-Aufnahmen macht, das wurde getestet. Extrem kompliziert gewesen. Glaubst du, dass es sich durchsetzt? Nee, ich hoffe auch nicht, dass es sich durchsetzt, weil ich ein Riesenfan davon bin, die Menschen, die alle notwendig sind, um den Beruf gut ausführen zu können, die müssen zusammen an diesem Arbeitsplatz, in diesem Umfeld sein. Also Tonmeister, Cutter, Regisseure und so weiter, auch die Aufnahmeleiter, Disponenten und so weiter. Ich finde, dass das wichtig ist, dass man sich bei der Arbeit spürt, weil das was mit Menschen zu tun hat. Und ich hoffe, dass es sich nicht durchsetzt. Wird es, glaube ich, auch nicht. Gibt es in der Sprecherbranche spürbare Entwicklungen in Sachen mehr Serien, mehr Hörspiel, weniger Kinofilme? Wie ist so dein Eindruck? Also ich habe gemerkt, es wurde wirklich viel weniger gemacht, weil nichts gemacht werden durfte. Deswegen gingen die ganzen Sachen auf Hold. Kino war ja lange überhaupt nicht begehbar, besuchbar. Also haben sich viele Verleiher und Produktionen dafür entschieden, die Kinofilme oder die Filme eben auf die Streamingportale. Ich nenne jetzt mal bewusst keine Namen von den Diensten, egal welche. Die zwei. Ja, zum Beispiel. Es gibt ja noch andere. Ja. Und irgendwann, als dann wieder gearbeitet werden durfte unter den Bedingungen, war natürlich dieser Riesenhaufen da. Und dann seitdem, das spürt man jetzt immer noch, wird gearbeitet wie bescheuert. Ich wollte gerade sagen, hast du das Gefühl, dass da viel nachgeholt wird, was damals nicht gemacht wurde? Na klar. Und es wird ja trotzdem weiterproduziert. Es wurde ja dann auch weiterproduziert, als man wieder produzieren durfte. Wir haben im ersten Interview über The Punisher gesprochen, John Bernthal, den du ja als Feststimme sprichst. Jetzt kam ein Kinofilm raus, The Many Saints of Newark, mit einem Jahr Verspätung. Wie findest du die Vorgeschichte zu der Verfilmung von den Sopranos? Na, ich bin ja ein Riesenfan von John Bernthal. Nicht nur, weil ich ihn sprechen darf, jetzt schon fast 10 Jahre, mit so kleinen Unterbrechungen waren ja auch mal ein paar andere, die ihn gesprochen haben. Also der Film ist so geil gedreht. Das sind so schöne Bilder, wenn du Cineast bist und Bock hast, dich unterhalten zu lassen, denkst du, boah, geil, die Autos, die Straßen, die Zeit, die Ruhe, das ist so schön gefilmt worden. Kostüm, alles wirklich perfekt. Und er als Vater von Tony Soprano, er ist halt auch so ein Schauspieler, der nie wirklich nur das Arschloch ist, auch wenn er das verkörpert dann in dieser Rolle oder so, diesen Typen. Du hast den irgendwo immer gerne. Also ich zumindest. Das heißt, dieses sich verlieben in auch den Gangster, dass man das so mag, so denkt so, oh geil, cool, cooler Typ, cooler Gangster, scheiße, irgendwie. Das ist halt auch Kino. Du denkst so, das ist nicht gut, was der macht, also nicht, aber du magst es trotzdem, weil so dieses Mafiotische, dieses Geheimnis dahinter, und er spielt es
Er ist einfach charmant dabei. Du begleitest den ja jetzt auch schon ganz, ganz viele Jahre. Hast du eine schauspielerische Entwicklung festgestellt? Hat sich da was verändert bei ihm? Ist er besser geworden? War er schon immer gut? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob ich beurteilen sollte, ob er besser geworden ist. Für mich war er schon immer extrem gut. Und natürlich hat er sich weiterentwickelt mit seinen Rollen, mit seiner Erfahrung. Der ist ja dreifacher Familienvater. Der ist sozial extrem engagiert. Der macht unheimlich viel Sport, auch total verschiedene Sportarten. Und der ist halt in seinen Rollen, ist der auch immer irgendwie er. Also der, dieser Typ, der ist halt so ein Typ. Und das bewundere ich. Und das macht auch das Arbeiten, wenn ich ihn synchronisiere, extrem schwer, weil er immer Vollgas gibt mit allem, ob es leise Töne oder die großen Ausbrüche sind. Das ist schon krass. Also auf jeden Fall ist der auf seinem Karriereweg ganz weit nach oben. Das habe ich aber von Anfang an so für mich entschieden und gespürt, dass der was Besonderes ist, der Typ. Seit 2021 ist John Berntle an der Seite von Angelina Jolie in dem Thriller They Want Me Dead zu sehen. Gefällt er dir besser als guter Cop oder magst du ihn lieber, wenn er das Raubein, diesen abgehalfterten Typen spielt? Wie magst du ihn besonders gern? Ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommen würde. Also die Arbeit war schon überraschend, weil als Vergleich, du holst dir so einen Racing-Car in den Stall und sagst aber, fahr mal als Safety-Car ein paar Runden so rum. Und denkst so, okay, aber das ist ein V8, der muss auch mal gefahren werden. Und das macht der solide, wie alles, was der macht, meiner Meinung nach. Und um deine Frage zu beantworten, ich mag es schon mehr, wenn er aufs Gaspedal treten kann und auch, egal in welche Richtung, da die Zügel in der Hand hat. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich mit einer Pilotenanalogie gerechnet. Na, die kriegst du später. Sehr gut. Berntle hast du auch gesprochen in The Premise. Was zeichnet diese brandneue Anthologieserie aus? Na, das sind ja so Mini-Episoden. Ich glaube 30 oder 35 Minuten. Was mir daran sehr gefallen hat, erstens hat es mich an Night on Earth erinnert. Das sind ja so drei kleine Geschichten. Wer Night on Earth nicht kennt, unbedingt angucken. Also, es geht dort um ein schon lange vorherrschendes Problem in dieser Folge, wo er mitmacht, nämlich die amerikanische Waffenlobby. Das kann ich sagen. Und ich glaube, dass man ihn besetzt hat, auch aufgrund der Background-Story zu The Punisher, wo ihm seine Familie genommen wurde. Mehr will ich jetzt nicht spoilern. Und das spielt der das zum Beispiel so, man merkt seine Kernigkeit, man spürt das die ganze Zeit. Und das spielt der so solide. Worauf das dann hinauslaufen wird, also sage ich jetzt nicht. Aber das ist toll gedreht. Es hat, also ist politisch, hat einen krassen Bildungswert. Also habe ich gefeiert. Am 24. November kommt The Unforgivable raus auf Netflix mit einem Drama mit Sandra Bullock, Viola Davis, John Berntle. Kannst du schon irgendwas verraten? Das hängt jetzt davon ab, wann das Interview kommt. Nein, du darfst nicht verraten. Nee, darf ich nicht. Wie läuft das eigentlich? Ihr müsst Sachen unterschreiben unter Androhung von Todesstrafe? Und nee, aber man unterschreibt schon NDAs. Ja. Und Verträge, damit man natürlich das Geheimnis nicht lüftet, was ja auch keinen Sinn macht, weil warum soll ich Dinge erzählen, die erst passieren? Damit tue ich den Menschen, die so viel Zeit, Liebe und Arbeit in die Projekte gesteckt haben, nichts Gutes. Und ich kann nur so viel sagen, die Nora Finkscheid heißt sie, die deutsche Regisseurin. Systemsprenger hat die gemacht, ne? 2019. Genau. Das ist ein Film, wo es um Menschen geht, mit Hollywood-Stars, und der hat eine ganz eigene Stimmung. Wenn man sich darauf einlässt, sieht man eben, dass diese großen Hollywood-Stars eben wirklich geile Schauspieler sind. Also es ist ein Film, wo nichts in die Luft fliegt, wo keine großen Stunts stattfinden. Einfach mal leise Töne? Ja. Ist das eine Sache, die dir auch Spaß macht? Ja. Bist du eher so ein rauer Typ oder bist du auch mal froh, wenn es die leisen Töne sein dürfen?
ich würde gar nicht sagen, dass ich so ein rauer Typ bin. Ich bin eigentlich von meinem Grundnaturell ein ehrlicher Typ. Oder das versuche ich immer zu sein. Und wenn mir Dinge nicht gefallen, mittlerweile kommuniziere ich das leiser. Aber wenn es mir reicht oder ich Dinge beobachte im Leben, die mir nicht passen, dann werde ich auch mal laut. Also ich bin schon auch impulsiv. Der Vorteil, den ich vielleicht habe, ist, dass ich das in Rollen, wo solche Typen dann Charaktere spielen, wo es dann eben auch mal knallt, dass ich das nicht groß herstellen muss, sondern dann raucht es eben auch, weil es mir Spaß macht auch. Es muss raus. Aber leise Töne, klar, rennen ja nicht die ganze Zeit durch die Gegend und Schauspieler. Dann kommt jetzt ins Kino das Drama King Richard mit Will Smith und John Bernthal. Will Smith wird natürlich wieder gesprochen von Jan Odle. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, worum geht's? Wie war die Zusammenarbeit mit Jan? Wie können wir uns das vorstellen? Also wir sind, wann immer das Interview jetzt auch ausgestrahlt wird, mittendrin. Okay. Also ich bin jetzt gerade mittendrin, diesen Film zu synchronisieren. Ich sehe Jan nicht, weil Jan wird in München aufgenommen, meine Sachen in Berlin. Es ist unfassbar schwer. Es ist wirklich mit die schwerste Arbeit, also John Burntle gerade zu synchronisieren. Es geht darum, also es ist die Verfilmung der Williams-Töchter. Richard ist der Vater von ihnen. Die Tennisspielerin. Genau. Serena und Venus Williams. Und dieser Film zeigt die Geschichte, wie Richard, also ihr Vater, die Töchter trainiert und weiter fördert und dorthin bringt, dass sie erfolgreich werden. Und irgendwann tritt Rick Macy, der Tennistrainer, auf den Plan. Und den spielt John Burntle. Okay, cool. Aber auch hier werde ich nicht mehr verraten als das. Das sieht man auch in den Trailern. Genau. Und das machen die alle großartig. Wie ist das eigentlich? Werden die Trailer tatsächlich aus dem Film geschnitten? Gibt es extra Material? Sind es manchmal Sachen, die im Film gar nicht vorkommen? Werden die früher gemacht als die Filme? Wie entsteht so ein Filmtrailer oder so ein Kinotrailer? Meistens, also in der Regel ist es so, dass bevor der Film synchronisiert wird, gibt es einen Trailer. Und dann wird dieser Trailer synchronisiert. Oder manchmal ist es eben auch so, dass ein Trailer danach oder währenddessen geschnitten wird und man dann aus dem schon bereits synchronisierten Material, also aufgenommenen Material, das in den Trailer baut. Was eigentlich nicht so cool ist, aber manche Firmen machen das, aber die meisten großen Firmen, wenn es einen Trailer gibt, einen neuen, dann wird der separat synchronisiert. Das heißt, manchmal kann es also auch vorkommen, dass die Stimme im Trailer nicht die ist, die dann die Person auch schon im Film gegeben. Synchronisiert. Ja. Weil keine Zeit ist oder irgendwas verschoben ist, okay. Du bist unter anderem auch die deutsche Synchronstimme von Joel Edgerton und Matthias Schönerz. Ja, Schönerz, also mehr in Belgier, so, ne? Belgier. Ja. Edgerton, Australien. In Red Sparrow spielen beide mit. Du hast einen der beiden gesprochen, wen? Edgerton. Durftest du es aussuchen oder wurde es festgelegt? Nee, Axel Malzacher hat Regie gemacht, großartigerweise wieder. Genau wie bei Exodus. Und der Stefan Günther hat Schönerz auch schon öfter synchronisiert. Deswegen lag das nahe, dass Stefan den Schönerz synchronisiert und nicht den Edgerton. Was auch für die Farbe und die Rollen, die sie beide spielen, besser gepasst hat. Ich hätte mir aber auch, habe ich ihn vorher gesehen? Ich habe ihn vorher gesehen. Ich hätte mich für Edgerton entschieden. Es war die spannendere Rolle. Ja, ich glaube auch, ja. Edgerton ist Australier, haben wir vorhin nochmal nachgeguckt. Schönerz ist Belgier. Was gefällt dir an den beiden? Was unterscheidet die? Was haben die gemeinsam? Was magst du an denen? Naja, das ist auch das, was ich in dem allerersten Interview schon mal gesagt hatte. Also meistens ist es so, dass die Regisseure, und ich fange jetzt nicht Regisseure innen, das ist bei mir, also ich meine damit alle, falls jetzt hier die Aufnahmeleiter oder wer auch immer eine Idee hat, mich auf jemanden zu besetzen. Das sind alles so Typen, das habe ich ja schon mal gesagt, die meiner Meinung nach mit ihrer körperlichen Substanz fest im Leben stehen. Keine zart beseiteten Jungs, sondern Männer. Und deswegen spielen sie auch diese Rollen. Schönerz meistens jemanden,
wo soziale Hintergründe eine Rolle spielen. Street Fighter boxt auch selber, hat gekämpft. Edgerton, auch sehr sportlich, hat auch geboxt. Und kernige Typen, ehrliche Typen. Ist das so ein, zieht sich das so durch, deine Besetzungsliste auch, dass du immer die kernigen Typen kriegst? Oder? 95% schon. Gab's mal eine Synchronisation, wo du dich absolut fehlbesetzt fühltest? Jede zweite. Nee, ich kann mich an etwas erinnern, wo es wirklich nicht gepasst hat. Das hat dann aber auch was mit der Chemie zwischen dem Regisseur und mir zu tun gehabt. Da war dann auch immer nicht so tief. Also ich kann ja auch leichter sprechen, was ich dann auch tue, wenn meine Vorgabe leichter ist. Aber wenn diese Ochsen, die ja auch die Amis drücken vor allem auch massiv, die sind teilweise viel tiefer als ich. Und ich bin gar nicht so ein Fan, immer so tief. One badge, two badge. Aber das ist halt die Vorgabe. Aber eigentlich nicht. Und wenn, dann sage ich auch, ey, das ist es nicht. Aber ich habe den Film vergessen. Also, und zwar hat Frank Schaff hat mich versucht, auf zwei Rollen in einem Film zu besetzen, und es hat nicht funktioniert. Die waren so tief und so massiv schwer, gefühlte 3 Meter groß, no way. Musst du dann doch Tito Schmitz machen. Der war schon besetzt. Also, der war schon besetzt. Der war schon besetzt. Schlimm, das hat nicht funktioniert. Kurz nach unserem ersten Interview 2019 warst du dann als Anthony Provenzano in The Irishman zu hören. Wie kam es zu der Besetzung auf Stephen Graham als Capo der New Yorker Genovese-Familie? Tony Provenzano. Also der großartige Axel Malzacher hat auch bei diesem Film Regie geführt, die Synchronregie. Das kann ich dir sagen. Alexis Georgiou von der FFS-Synchron rief mich an und hat gesagt, Kauze. Hier ist so ein Typ. Und der Malzacher und ich, wir sind uns darüber einig, den musst du sprechen. Und dann weiß ich natürlich schon, weil sie mich auch so kennen, du kennst mich auch jetzt schon so lange, wie ich drauf bin, alles klar. Und das ist halt auch so jemand, der ist total charmant, aber er hat auch eine total prollige Ader. Und prollig muss ja nicht immer dumm sein, sondern es ist eine Einfachheit. Etwas, was geradeaus ist, was ich sehr mag. Kein Shishi oder so. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne stilvoll sein kann oder dass ich nicht gerne stilvoll bin, im Gegenteil. Aber geradeaus, bam, ist so. Mach keinen großen Geschiss draus, sondern ist so. Als der vom FBI verhaftet wird, dieser Typ spielt es halt auch so geil. Entschuldigung, aber wir spielen hier gerade Poker. So. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Das war schwer, aber das war geil. Vor allem auch die Knastszene, wer es gesehen hat, mit Al Pacino zusammen, Bombe. Mega. Habt ihr zusammen aufgenommen? Nee. Dann hast du 2019 erneut Darth Vader synchronisiert, beziehungsweise den Schauspieler, in Star Wars Der Aufstieg Skywalkers. 2016 hast du ihn gesprochen in Rogue One, A Star Wars Story. Wie kommt das Böse in deine Stimme? Ich glaube gar nicht, dass bei der Rolle unbedingt das Böse eine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil. Also als diese Anfrage, ich weiß nicht, ob wir im ersten Interview darüber gesprochen haben. Es ging damals darum, es ging um den Duktus, es ging um die Schärfe, es ging nicht um das Böse. Wahrscheinlich dieser scharfe Duktus, den Heinz Petru dem deutschen Darth Vader gegeben hat. Das ist einfach so gewesen, dass der alte Petru durch die Schule, die der gegangen ist, der hat ja auch hier ist Rias Berlin, der hat so gesprochen. Was ich gehört habe, der alte Heinz Petru soll nicht der Feinste gewesen sein in seiner Art und Weise. Das heißt, so wie der drauf war, hat der dem auch das mitgegeben. Und dieser Duktus, dieses Director Krennic, also ich habe auch von Anfang an gesagt, wenn das auch nur so ein bisschen davon weggeht und das irgendwie manieriert oder nicht gut ist, dann lassen wir das, dann mache ich das nicht. Das wurde dann aber durch mehrere Instanzen abgesegnet und für gut befunden, mit dem Effekt, der darauf kommt. Und so ist es gekommen. Und mir war das wichtig, diese Schärfe.
Es ist eher die Schärfe und deswegen haben sie sich dafür entschieden und ja, ist schon cool. Also das ist eine geile Arbeit gewesen, wobei ich mich, der Aufstieg Skywalkers, da kann, das sind nur, glaube ich, ein paar Takes gewesen in so einer Rückblende, wo man da nur noch den Schädel irgendwie von dem sieht. Auf wen wirst du öfter angesprochen? Auf John Bernthal als Punisher oder auf Darth Vader? Also wenn Leute was wissen, dann sagen die, das ist die deutsche Stimme, ja, ist die deutsche Stimme von Darth Vader und er spricht auch den Punisher. Also auf, also schon auf beide. Aber ich weiß nicht, die beiden sind es. Apropos das Böse in der Stimme, du hast in Black Klansman den oberfiesen Kuckucksklan-Typen Felix Kendrickson gesprochen. Wie kann man so eine, ich habe den Film gesehen und wir kennen uns wirklich schon lange und ich dachte mir, das ist abartig, was der Typ da eigentlich abzieht. Wie stellt man sowas her? Wie schaltest du das aus im Kopf? Also das war zum Beispiel wirklich eine Arbeit, wo ich, als ich das gesehen habe, also es ging so los. Die haben mich gefragt, kannst du das machen? Wir finden niemanden, der dem gerecht wird. Und dann dachte ich so, boah, was wird das jetzt? Also, weil es gibt ja, ich habe ja tolle Kollegen und nicht nur ein paar. Die waren auch teilweise alle schon besetzt. Und dann habe ich das angesehen und dachte so, pff, und in den Vorgesprächen, Martin, das musst du machen. Okay, dann habe ich das gesehen und dachte so, Alter, wie macht man sowas? Naja, ich nehme das vom Original ab in erster Linie. Das ist ja meine Herangehensweise ist immer die, ich versuche wirklich das Original so wenig wie möglich kaputt zu machen. Und wenn ich merke, da kann ich was besser machen, mache ich das natürlich. Auch da hat es was mit der Aussprache zu tun. Also dieses fiese, ekelhafte kommt schon durch die Aussprache, durch die Art des Duktus. Und also ich glaube, der war irgendwie auch die ganze Zeit latent irgendwo da. Ja. Und wenn jemand so mit dir redet, ja, und er noch so charmant aussieht, also in diese Fiesheit mit den Worten, die er spricht, ich glaube, dass das die Kombi ist. Und dann haben sie den natürlich auch frisiert und eingekleidet. Wie hat man das in Synchronstudio behandelt? Na, die waren alle, das ist ja furchtbar, Martin. Also das war das Kompliment. Ja. Aber die haben alle gesagt, das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar, wie gut, ekelhaft du diesen Typen machen kannst. Ohne mich hier selber. Aber also das ist meine Aufgabe. Aufgabe gewesen. Black Klansman, also ich habe auch gesehen, Giovanna Winterfeld, das macht es super. Du machst das super. Also Empfehlung, ne? Auf jeden Fall. Hast du dir ganz angeguckt dann? Oder hast du nur die Synchronarbeit gesehen? Nee, ich habe mir den ganz angesehen. Damals gab es noch Premieren. 2019 hast du David Harbour gesprochen in Hellboy. Ja. Ist seine, was kommt der jetzt? Film hat Goldene Himbeeren bekommen oder war zumindest nominiert dafür. Echt? Das wusste ich gar nicht. David, das heißt, Goldene Himbeeren gibt es für den schlechtesten Film. Richtig, genau. Ja. David Harbour wird ja eigentlich, glaube ich, von Peter Flechner synchronisiert. Erzähl mal von der Synchronarbeit. Naja, es gab die Anfrage, Hellboy, David Harbour, und dann habe ich gesagt, mache ich nicht. Das ist Peter Flechner, also am bekanntesten ist der geworden durch Stranger Things. Ja. Und also sowas gibt's bei mir gar nicht und bei den meisten großen Kollegen auch nicht. Wir nehmen niemandem anderen eine Rolle weg. Ja, wir haben auch schon mit Peter gesprochen, er weiß das. Und dann sage ich, aus welchem Grund? Naja, hör dir das mal an. Und David Harbour war halt massiv weit unten. Also der hatte diesen Effekt die ganze Zeit drauf. I'm here. Also nur so, das war von der ersten Sekunde bis zur letzten Prolltheater galore. Und dann habe ich gesagt, ja, dann pitcht er ihn halt auch runter. Ja, aber es wird nicht den Wumms kriegen. Das mussten sie bei mir auch machen. Gut, habe ich gesagt, dann klärt das bitte mit Peter, fragt ihn, ob das in Ordnung ist. Wir haben auch kommuniziert und dann war das in Ordnung. Und ich habe das gefeiert. Marius Clarin hat Regie gemacht und ich habe 3 Tage synchronisiert. Wir hatten ein straffes Pensum. Danach konnte ich eine Woche lang nicht sprechen. Wirklich nicht. Also ich bin in Urlaub gefahren. Das war, glaube ich, Ende 2019. Ich bin in Urlaub gefahren und war durch. Aber den Film bis heute eine der geilsten Arbeiten, weil diese Figur Hammer. Cool.
Seit 2021 bist du in der französischen Serie En Therapie zu hören als Adele. Wie heißt er? Adele. Adele. Gespielt von Reda Kadeb. Reda Kadeb. Reda Kadeb. Mensch, war ich nah dran. Was ist das für ein Typ und worum geht's in En Therapie? Also Reda Kadeb ist auch ein Schauspieler, der sehr geradeaus ist, sehr sozial. Wir haben ein paar Mal geschrieben miteinander. Cool. Es wird eine zweite Staffel geben, das weiß ich. Er aber nicht, weil er austherapiert ist. Nee, also ohne groß zu spoilern. Aber da passiert dann irgendwann etwas, was es ihm nicht ermöglicht, in der zweiten Staffel dabei zu sein. Die Serie ist, oder das Serienformat ist ein israelisches. Es geht darum, es gibt einen Therapeuten und einen Patienten. In Therapy hieß das, es gab es auch schon ein amerikanisches Format. Jetzt hat es dann eben letztes Jahr Arte gemacht. Entschuldigung, Riesenaufwand. Gibt es auch ein schönes Making-of, ich habe es mir auch angeguckt. Also habe ich auch gesehen, das ist wirklich krass. Also es ist Deep Stuff, es ist richtiger Deep Stuff. Hat ja so ein bisschen was Kammerspiel-ähnliches. Total, also. Was halt immer nur die beiden Protagonisten, später mal ein bisschen mehr. Man kann sagen, eine große Hauptrolle in einem Kinofilm hat so zwischen, weiß nicht, 200 und 800 Takes. Der hatte in 6 Folgen 1800 oder über 1800 Takes. Das heißt, ich war nur am Reden. Und das Ding, was es so schwierig gemacht hat, dass du musst da ganz andere Ebene schaffen. Französisch synchronisiert sich auch nochmal anders als... Wollte ich gerade fragen, ne? Englisch? Als Englisch, okay. Weil mehr Wörter... Und worum es geht ist, dass dieser Typ ist Spezialpolizist und das ganze Ding spielt kurz nach den Anschlägen im Bataclan in Paris. Sowieso, die Stimmung ist angespannt und er kommt dorthin, um unter anderem darüber zu reden. Und dann tun sich ganz andere Probleme auch noch auf, die seiner Kindheit, Herkunft und so. Das ist schon sehr spannend. Das sollte man sich aber ansehen, wenn man selber, muss ich wirklich sagen, wenn man selber stabil ist, wenn man nicht gerade irgendwie sucht oder in den Zeiten, die für viele ja schwierig sind, am Schlingern ist seelisch. Also das ist schon, das ist auch, muss ich wirklich sagen, die schwerste Arbeit gewesen, die ich jemals gemacht habe im Synchron. Das hat mich Nerven gekostet, das hat meine Familie Nerven gekostet. Und auf die Frage im Studio, bist du froh, dass das heute dein letzter Tag ist, habe ich ohne eine Sekunde nachzudenken gesagt, ja. Krass. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Du hast gesagt 1800 Takes. Wie lange zieht sich dann so eine Synchronarbeit hin? Naja, man macht es ja nicht am Stück, aber das waren 3 Monate. Krass. Und insgesamt hat die Produktion, glaube ich, nicht nur fast, 4 Monate in Anspruch genommen. Dann bist du... Die deutsche Stimme von Joel Kinnaman, bekannt als Rick Flag aus den Suicide Squad Filmen 2016, 2021 hast du den gesprochen. Ist der Spezialeinheitler Rick Flag mehr als nur so ein knallharter Profi? Hat er noch ein bisschen mehr zu bieten? Die Rolle? Ja. Nee. Also ich kenne jetzt Joel Kinnaman auch noch durch andere Produktionen. Das erste Mal habe ich den ja... Ich weiß gar nicht, wann das war, aber... In Treatment, ne? Nee, in Robocop. Ah, okay. Robocop war das erste Mal. Nee, stimmt auch nicht. War nicht Robocop, war später Robocop. Da war noch was anderes davor. Egal. Der ist... also in Treatment ist übrigens eine richtig geile Serie, wo er den Freund einer Psychologin spielt, die Alkoholprobleme hat. Ganz geil gemacht. Und da ist er so einfühlsam und er ist übrigens im Laufe seiner Karriere viel, viel besser geworden. Also das ist ein Riesenkerl. Seine Nationalität ist, glaube ich, schwedisch. Und ja, Rick Flag, also der erste Teil war, glaube ich, noch ein bisschen mehr Background zu ihm zu erkennen. Bei dem zweiten Teil ist schon... Das ist schon ordentlich Comic. Aber alle. Aber er ist ein toller Schauspieler. Also der ist auch schwer zu synchronisieren. Aber der Kinnaman ist, ich habe vergessen, was der für eine Kampfsportart macht.
will nichts Falsches sagen. Jiu-Jitsu, glaube ich, ist er ein Experte drin. Aber der ist interessant und wird immer wandelbarer. Du hast im vergangenen Jahr ein schönes Hörbuch bei uns gesprochen, nämlich Forever Yours von Samu Haber. Den kennt man als Frontsänger von Sunrise Avenue. Genau. Erzähl mal von der Arbeit an dem Hörbuch. Na, also das Schönste daran war, dass du mich irgendwann angerufen hast. Es waren ja noch ein paar andere Kollegen im Rennen. Und wie das manchmal so ist in unserer Branche, gibt es dann auch ein sogenanntes Rumgeeier, weil man sich nicht entscheiden kann. Du hast dann an das Management nach Finnland. Ja, nach Finnland hast du November den Song geschickt, weil es geht ja in dem Buch vor allem um seine Musik, ne? Um seine Musik, um seinen autobiografischen Werdegang, was er alles gemacht hat. Und daraufhin hat er gesagt, alles klar, der macht auch Musik, mir gefällt der Song und wir sind stimmlich relativ nah beieinander, der liest das. Und dann haben wir gesagt, alles klar, es sind so und so viele Seiten, wir machen das, haben angefangen und haben dann am ersten Aufnahmetag gemerkt, als ich dich angerufen habe, Mike, ich sitze in dem Ruderboot und ich ruder seit 3 Stunden und ich habe das Gefühl, ich bin nur 4 Meter nach vorne gekommen. Woran liegt das? Ist es Teer, was unter mir ist? Warte mal. Und es waren statt der geglaubten so und so viel Seiten, war es das Dreifache. Also wir hatten, glaube ich, eigentlich 6 Stunden dafür eingeplant und es sind ja dann fast 18 oder 19 geschnittene Audiostunden geworden. Ja, das war mit den ganzen finnischen Namen und so, war das schon ordentlich Arbeit, aber... Hast du einen Kontakt zu ihm bekommen, ja, dann selber? Also wir haben uns connected, wir schreiben auch immer wieder, mal antwortet er, mal nicht, aber eigentlich antwortet er immer. Und toller Unternehmer, toller Typ, toller, ja. Wie bereitest du dich auf ein Hörbuch vor? Also... Das kommt drauf an, wie viel es ist. Ich fange an, das zu lesen und bei mir entscheiden die ersten Seiten, ob das gut ist oder nicht. Eine Autobiografie ist noch was anderes als ein Roman oder so. Du weißt ja, also du kennst es, aber es ist in der Regel so, ich lese mir, also wir sprechen über die Inhalte, dann lese ich mir die ersten Seiten durch, überfliege das und gucke, wie entwickelt sich das, bleibt so. Und dann gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Dann muss man gucken, wie viel Pensum ist das. Aber mittlerweile ist es so, dadurch, dass ich auch so viel gelesen habe und dadurch selber besser werde, dass ich Prima Vista lese. Das heißt, ich bereite mich nicht vor. Im klassischen Sinne, ich lese das Buch einmal komplett durch und nehme es dann nochmal auf. Ich mache das aber auch vor allem, weil ich mich gerne überraschen lasse, was passiert. Muss dann natürlich gucken, wie viele unterschiedliche Charaktere oder so, wie lege ich die Story an, aber Prima Vista ist für mich, mach's frisch, dadurch bleibt es spannender für mich. Außer, und die Geschichte muss ich kurz erzählen, es gab eine Anfrage im Forum, weil ich öfter mal sage, wenn dann so Prima Vista-Leser im schlimmsten Fall am Ende des Buches feststellen, dass der Protagonist lispelt, dann war die ganze Arbeit für die Katz. Nein, liebe Leute, es ist noch nicht vorgekommen. Es ist einfach nur ein plakatives Beispiel, was passieren kann. Also deine, sozusagen eine Pilotenanalogie von dir. Die Protagonisten lispeln nicht am Ende. Nein. Ich habe es mir ausgedacht. Ja. Das mal so viel dazu. Du hast gerade ein aktuelles Buch gemacht für uns, ein humorvolles Buch. Das heißt Klugscheißer Royal von Thorsten Steffens. Ich habe selber gelesen, du hast es eingelesen. Erzähl bitte mal ganz kurz, worum es in dem Buch geht und für wen das geeignet ist. Naja, beste Beispiel, ne? Zum Thema Typen. Du hast mich angerufen, hast gesagt, ey Kauzi, ich habe hier ein Buch, das ist so geil, das kannst nur du lesen. Das Schöne an dem Buch ist, es beschäftigt sich mit Sprache. Es hat einen hohen Bildungswert, es hat ein ganz großes... Spektrum an Humorebenen. Und es geht darum, dass jemand, der zweisprachig aufgewachsen ist, Englisch-Deutsch, in einem Callcenter arbeitet. Timo Seidel. 28 Jahre. Der aufgrund seiner klugscheißerischen Neigung zur Verbesserung der deutschen Sprache seinen Job verliert, seine Freundin verliert und dann bei einem gemeinsamen Essen der Freunde, wo die Ex-Freundin mit einem neuen Typen kommt, einen Aushilfsjob
einen Job als Aushilfslehrer für Englisch an einer Abendschule angeboten bekommt. So, und diesen Weg beschreibt der Autor eben und erzählt natürlich auch, was da alles abläuft. Wo die diversen Charaktere, also seine Lehrerschaft, Situationen im Leben, in der Straßenbahn und so auftauchen. Und es kriegt später auch noch einen krassen Tiefgang. Also es ist nicht nur plakativ humorisch. Tolle Geschichte, die echt richtig schön am Leben dran ist. Und für mich ich konnte da so aus dem Vollen schöpfen, weil ich ja auch auf der Straße, also jetzt auf der Straße groß geworden, klingt so, nee, aber ich bin auch gerne am Leben dran. Also ich lebe nicht nur in einer Blase, die Studio oder Recording Session heißt und Schauspieler. Nee, ich lebe ja hier und konnte aus dem Vollen schöpfen auch. Wusstest du, wenn Leute sich so unterhalten, hey und da. Also mal als kleiner Teaser kann ich wirklich empfehlen, geile Weihnachtsbeschäftigung, sich das Ding anzuhören. Kommt jetzt demnächst raus, ne? Genau. Du bist ausgebildeter Musiker. Du hast 2019, du hast es gerade gesagt, den Song November rausgebracht mit Jacuzza. Wird es weitere musikalische Projekte von dir und Jacuzza oder Solo-Projekte geben? Was ist geplant? Was machst du? Wir haben aktuell oder wir schreiben gemeinsam an meinem Album. Ich habe sehr viel Musik geschrieben in der Zeit dieser Pandemie. Ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe mir selber den Druck rausgenommen. Und es gibt sehr, sehr viele Songs, die schon da sind. Einige sind fertig, einige noch nicht. Ich habe zwischendurch auch mal eine englische Popnummer gemacht, die dir ja zum Beispiel nicht so gut gefällt, anderen wieder mehr. So ist es. Dazu gibt es ein Musikvideo. Das kommt jetzt auch irgendwann. Chuck und ich haben noch ein anderes Projekt, über das ich nicht rede. Was großartig ist, du kennst es, du weißt es, aber ich rede noch nicht drüber. Und ich habe einen Kalender, der wirklich bis Mitte nächsten Jahres voll ist. Aber das macht trotzdem Spaß. Ausgebildeter Musiker, da müssen wir kurz was zu sagen. Ja, ich habe es ja abgebrochen. Also ich habe nicht wirklich zu Ende. Und Klavier, aber nicht wirklich zu Ende studiert. Ich wollte ja klassischer Solo-Pauker mit der Verpflichtung zum Schlagzeug werden. Meine letzte Bitte an dich. Danach ist Schluss mit dem Interview. Geh jetzt bitte. Geh jetzt bitte. Nein. Wie würde es klingen, wenn Frank Castle und Darth Vader sich unterhalten und Frank Castle sich Darth Vader zur Brust nimmt? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn Darth Vader mit seinem und Frank Castle, The Punisher, in einem Raum stehen würden und der wahrscheinlich nur atmet, weil er ja niemals als Erster was sagt, dann würde Frank Castle wahrscheinlich sagen, was soll der Scheiß mit dem Aufzug? Oder was soll der schwarze Mantel und der dämliche Helm? Keine Ahnung. Oder ist alles in Ordnung? Brauchen Sie ein bisschen Sauerstoff? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. So. Martin, danke, dass du da warst. Ah, ich danke dir. Wir sehen uns wieder in 3 Jahren zum Interview. So spät? Ja. Ja, vielleicht können wir noch mit dir eins nachlegen. Schön. Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich. Ich habe zu danken. Danke. Euch auch. Merci.